Ja, hallo und herzlich willkommen in dem kleinen Informations-Tutorial-Video. Na gut, Tutorial-Video ist das eigentlich in dem Sinne zwar nicht, aber es ist auf jeden Fall ein Informationsvideo, und zwar es geht heute um Windows. Allgemein Windows, das sollte eigentlich, so wie ich informiert bin, sollte das mit jedem Windows gehen. Und zwar, wie man immer seinen Rechner ganz guten Schuss hält, immer ganz gut sauber hält. Es gibt ein Freeware-Programm, das nennt sich Easy Clean. Ich habe das hier natürlich auch drauf, habe ich runtergeladen. Ich benutze zwar ein anderes, aber ist für euch auf jeden Fall ganz gutes Freeware. So, wenn ihr das Easy Clean runtergeladen habt, macht ihr einfach auf Easy Clear, das ist ein ganz komischer Name. Ich markiere das auch am besten mal. Upsala, das war die falsche Taste. Das Easy Clear.exe startet ihr. Wenn das gestartet ist, gibt es mehrere Möglichkeiten, was ihr machen könnt. Am besten geht als erstes erstmal auf Registry. Das ist der erste Punkt, den ihr am besten anwählt. Einfach mal anwählen. Dann kommt das nächste Fenster. Keine Sorge, es passiert nichts, wenn ihr da irgendwas löscht oder irgendwas macht. Erstmal werden Undo-Dateien erstellt. Das heißt, ihr könnt es mal wieder zurückstellen, das ist kein Problem. Aber in der Regel, wenn ihr irgendwas löscht, passiert eigentlich nichts, ist eigentlich okay. So, das ist den nächsten Punkt, geht ihr auf Suchen. Ist hier unten links drinne. Einfach auf Suchen klicken. Dann sucht ihr die ganze Platte ab. Ich mache jetzt aber Stopp, ihr müsst es weiter suchen lassen. Ich mache das nur, weil fürs Video brauche ich das nicht. Wenn ihr das alles habt, zeigt ihr die verschiedenen Sachen an, was er gefunden hat. Das sind aber nur Sachen, die wirklich ungültige Einträge in der Registrierung. Die Registrierung kann ich euch gerne mal zeigen, aber ich glaube, das kennt ihr schon. Ich zeige euch trotzdem mal die Registrierung. Moment, mal ein bisschen kleiner machen. So, das ist die ganze Registrierung. In dieser Registrierung, wenn wir jetzt zum Beispiel Current User Software, was nehmen wir jetzt mal als Beispiel? Ich würde am liebsten Nero nehmen. Oder machen wir mal Logitech, ist eigentlich egal. Also jede Software, die ihr installiert, wird alles registriert in der Registrierung. Deswegen heißt ja auch Registrierung. So, und auf jeden Fall die ganzen gültigen, ungültigen Einträge, irgendein Programm, was ihr deinstalliert hat, bleiben die Registrierungsanträge da. Nicht immer und auch nicht alles. Und dieses Programm sucht das. So, und wenn auf jeden Fall die Suche fertig ist bei euch, also lasst es weiter suchen, hier auf Stopp drücken, sondern einfach suchen lassen, warten. Und zum Schluss einfach nur hier unten hier auf Alles löschen klicken. Dann müsst ihr das noch bestätigen. Hier kommt dann noch, bist du sicher, dass du 6 Einträge löschen willst? Natürlich, das ist so oder so nur Müll. Einfach mit Yes bestätigen. So, dann ist alles weg. Wenn das fertig ist, das schließen, dann gehen wir zum nächsten Punkt. Und zwar Software. Müsst ihr zwar nicht machen, aber ihr könnt ja mal reingucken. Also hier sind Symbole auf der rechten Seite. Grün, Gelb und Rot. Wird auch noch beschrieben, wenn ihr drüber geht. Nur ein bisschen komisch. Da steht einfach nur Grün, okay. Gelb, Moment, ich kann da mal gucken. So, halt, ich wollte es eigentlich mit Zoom. Ah, das macht er nicht. Okay, hier steht auf jeden Fall Grün, okay. Gelb, Einträge, Subjekt. Oder kann ich in... Was? Ja, es geht so schnell weg, ich kann das gar nicht lesen. Aber es heißt ja mal eigentlich auf gut Deutsch, Grün sind die guten Programme, die sind da. Bei Gelb kann das nicht so wirklich erkennen. Wenn das rot ist, dann ist da definitiv kein Eintrag. Also das Programm gibt es dann nicht. Und dann würde ich eigentlich euch einfach empfehlen, mal durchzugucken, ob hier irgendwas dabei ist. Irgendwas Rotes. Also Gelb braucht ihr nicht unbedingt drauf zu achten, aber die Roten sind wichtig. Wenn da irgendwas rot ist, einfach draufklicken, unten rechts auf Install, Uninstall, wenn er fertig ist, auf Löschen. Jo, das wäre das. Danach bitte nochmal auf die Registry gehen, nochmal durchsuchen lassen, das ist am einfachsten, weil dann ist ja wirklich alles weg. Dann könnt ihr nach Duplikaten suchen. Müsst ihr zwar nicht, aber könnt ihr machen. Dann geht ihr einfach auf Suchen, das Programm sucht nach Duplikaten auf der Festplatte. Also alles, was doppelt da ist, sucht er raus. Wenn er was gefunden hat, dann zeigt es natürlich unten auch an. Ja, das geht es natürlich nicht, weil ich habe ja keine Duplikate. Vor kurzem ist alles gemacht. Dann macht ihr einfach alles löschen, weil in der Regel ist das eigentlich auch nur Müll. Aber lieber dann mal doppelt gucken, aber in der Regel ist das eigentlich Müll. So, das nächste ist dann unnötig. Unnötige. Das Fenster einfach öffnen. Dann hier alle Haken reinsetzen, normale Suche, erweiterte Suche, temporäre Ordner etc. Und einfach nur auf Suchen gehen. Dann sucht ihr den ganzen Datenmüll ab, den es gibt. Also was weiß ich, hier hat ihr auch wieder Datenmüll gefunden von Vegas Pro. Ich mache jetzt wieder auf Stoppen, ihr lasst es wieder suchen.
Wenn er fertig ist, wieder auf alles löschen und mit Ja bestätigen. Wollen die alles löschen? Na klar, wollen wir alles löschen. So, und das wäre es auch wieder. Dann machen wir das auch wieder zu. Dann sucht ihr, da kommt noch auf dem Fenster noch Verknüpfungen. Auf Verknüpfungen draufklicken, suchen. Dann sucht ihr nach Verknüpfungen, die es eigentlich gar nicht mehr gibt. Und ja, einfach nur ungültige Einträge. Ich mache wieder auf Stopp. Und das zeigt es in der Regel auch alles an. Also hier zum Beispiel hat er Netzwerkmanager gefunden. Das kann ich aber nicht löschen. Ich weiß ja gar nicht, wie das Ganze funktioniert. Aber irgendwie, ja, ich weiß es nicht. Wir können dann gucken und das löschen. Was haben wir eigentlich noch Schönes? Ansonsten gibt es da eigentlich nichts mehr. Das ist so der Grund, den es gibt. Bei Festplatte weiß ich gar nicht, ob das noch irgendwas gibt. Festplattenbelegung, naja, das ist uninteressant eigentlich für euch. Was natürlich noch wichtig ist, ihr könnt mal in ein Startup reingehen. Da kann ich gerade auch selber für mich mal schauen, weil ich glaube, das sind bei mir noch so ein paar Programme, die ich so oder so nicht brauche. Den Dämon-Tool, den können wir jetzt eigentlich mal löschen. Ja, ich will den löschen. Was gibt es denn eigentlich noch, was ich löschen kann? Eigentlich nichts. Ja, jeweils haben wir einen Eintrag anwählen und einfach auf Löschen gehen und dann ist das weg. Dann wird der auch nicht mehr gestartet. Also wenn ihr jetzt eure Windows startet, dann wird das mitgestartet und dann wird es halt eben nicht mitgestartet. Ist halt ausgelöscht. Ja, ansonsten gibt es eigentlich nichts mehr. Hier ist noch der Undo-Button. Dann könnt ihr gucken, was ihr da gelöscht habt und könnt dann alles wieder herstellen, falls es irgendwie Probleme geben sollte. Und dann könnt ihr einfach hier draufklicken, Undo, und dann ist es wieder hergestellt. Jo, das wäre die Information zu dem Video, zu dem Easy Cleaner. Es ist ein Freeware, ein komplett kostenloses Programm. Würde ich auch empfehlen, so alle, ja, ich sag mal so, ich weiß nicht, je nachdem wie viel der PC benutzt wird. Aber ich würde mal sagen, so alle 2 Monate einmal die komplette Reinigung machen, was ich so gemacht habe. Und dann sollte der Rechner schon besser laufen. Jo, das wäre es soweit von mir, von dem Easy Cleaner. Der Link ist in der Beschreibung drin. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich abonnieren. Könnt auch einen Gefällt mir machen, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann würde ich so sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye bye. Euer FeinflugLP.